Sö. Mit Ö. Hallo, Freitag. Wir haben keine Zeit, weil Tobias Giersberg das hier wieder ewig rausgezögert hat. Deswegen willkommen bei einer weiteren Folge der weltberühmten Katsche News zum Thema singende Schlagzeuger. Heute präsentiert von Dittmarscher Pilsner. Jetzt ein Dittmarscher. Bitte. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Das kommt aus meinen Privatbeständen. Hier sinkt quasi nicht nur das Niveau, sondern auch die Schlagzeuger. Dittmarscher. Es ploppt kein Bier mehr. Was ist da los? Deins ploppt, ist klar. Das ist alles eine Frage der Einstellung. Naja, ich habe Brust hier. So. Rustikal, erdig, kann man trinken. Und bevor es hier zum Thema geht, es gab FAG von Thorsten Kronebach. Ich hoffe, dass auch diesmal kein Milzbrand drin ist. Dann säbeln wir das hier mal auf. Zur Erläuterung, falls das Gestell drüber kommt, das war mal offen, das Paket. Wir haben es aufgemacht, weil wir... Ich habe es nicht aufgemacht. Ich mache das hier zum ersten Mal. Und als wir gesehen haben, beziehungsweise als ich gesehen habe, was da drin war, habe ich gedacht, das machen wir für den Erik schön, schön säuberlich wieder zu. Und dann darf er das öffnen. Dann machen wir das hier als Unboxing. Scheiße, ach du Scheiße, ach du was? Ja. Alter, was? Der Thorsten ist auf jeden Fall ein ganz. Thorsten ist auf jeden Fall im Tierschutz drin oder was hier? Das ist, wenn das schon vielleicht fast ein bisschen arg viel ist. Das ist schon. Alter, halt's mal, was ist hier los? Wahnsinn. Schokowölkchen leicht. Geil. Nappo. Zartbitter, das Original. Geil. Was, Tobias, hast du das ja aufgemacht und hast der Kuh ein Auge eingedrückt? Wer war's denn? Ihr kleiner Alle Assis, anderen. Alter. Ich habe nichts draus entnommen. Wavi, Edelmilch, Schokoladen. Kuhgetier, auch geil, Alter, das hört überhaupt nicht mehr auf. Nein, das ist irre. Ein riesen Lindt-Paket, Alter, ich muss abnehmen bis zum Festival. Wenn ich auf dem Partisan ein gewisses Gewicht, ich habe eine Wette am Laufen, ein gewisses Gewicht nicht erreicht habe, dann muss ich mir leider einen Ranzen tätowieren lassen. Und ich habe keinen Bock da drauf. Wie viel? Das kann ich hier nicht sagen. Das schafft Erwartungshaltung. Geil, ey. Schaffst du locker, du weißt überhaupt nicht, wie viel. Naja, die werden schon 150 sein. Vielleicht sind es ja noch 20 Kilo. Die hast du doch. Die 20 Kilo habe ich, das stimmt. Hier, oh, Müllbeutel mit drin, das liebe ich ja. Die brauche ich immer. Was ist denn hier drin, Alter? Park Hell. Meine Fresse, ich gehe komplett in Eimer. Geile Sache, wa? Aber übelst, ey, was ist denn hier los? Willst du vielleicht mal irgendwie ein bisschen was da rezitieren, oder? Den ganzen Brief werde ich jetzt nicht vorlesen, aber Wahnsinn. Alter. Du bist ein geiler Typ. Das ist auch, was du uns... Sehr warme Worte. Es ist ein bisschen viel Schokolade. Ist es nicht. Alter Schwede, ich gehe feste. So. Ich guck mal kurz. Letztes Jahr hat das nicht auf Partisan geschafft wegen Magen-Darm. Aber noch mehr Schokolade, Schnaps. Und der hat durch Zufall ein tolles Projekt gekannt, den alternativen Bärenpark Worbis dort wird für Bären ich habe mir das Projekt noch nicht genau angeguckt, das werden wir mal machen. Wir werden uns auf jeden Fall mit dir in Verbindung setzen. Wahnsinn. Alter, oh, fuck. Sind das personalisierte Bier-Untersetzer, Deckel, Dinger? Alter. Wie auch immer man dazu sagt, ich gehe komplett in Eimer. Also ich wusste wirklich nicht, was hier drin ist. Ich habe ja mal wieder, es geht ja hier noch weiter, was? Alter! Ich habe ja. Leck mich fett! Zeig her.
Fresse! Und noch eine Tonne Schokolade hier drin. Alter, du bist ich gehe in Eimer. Was bist denn du für ein krasser Typ, Alter? Ich hoffe, wir lernen dich mal kennen persönlich. Dann müssen wir drüber reden. Das haben wir, glaube ich, eigentlich auch nicht verdient. Thorsten, also ich habe das auf jeden Fall verdient. Ich weiß nicht, ob Tobi das verdient hat. Oh, ist das warm hier drin. Ja, komm, rede ich raus. Alter Schwede, also es tut mir leid, wir sind wirklich zeitlich kurz. Ich habe gesagt, wir fangen dann und dann an. Tobias Giersberg hat gesagt, nee, wir fangen dann und dann an. Ich sage, nee, ich muss los. Und im Endeffekt haben wir 20 Minuten nach allem angefangen. Warte. Ich habe durch Zufall ein ganz tolles Projekt kennengelernt, welches bei euch in der Nähe ist. Vielleicht kennt ihr ja den alternativen Bärenpark Worbis. Dort werden unter anderem Bären, welche aus schlimmsten Verhältnissen gerettet wurden, das ist ganz schlimm, tatsächlich aufgenommen. Dort können sie dann einfach Bär sein, in großen und weitläufigen Anlagen ihren Lebensabend genießen. Habe euch uneigennützig einiges an Infomaterial mit ins Paket gepackt. Gerne dürft ihr für dieses Projekt, welches rein durch Spenden getragen wird, die Werbetrommel rühren. Am 24. und 25. Juni, und das ist ja dann sozusagen jetzt gleich, fuck, findet zudem das zweite Tierschutzfestival mit Musik, Essen und statt. Den Rest muss ich mir danach durchlesen, aber da können wir gerne nochmal Werbung für machen. Ja. Krasse Nummer, Alter. Ich danke dir. Scheiße, was ist hier los, ey? Thorsten, du hast es aber mal gerissen. Oh, ist das so eine Art Schneekugel? Krass. So, wir müssen auch wirklich zum Thema kommen, sonst wird das hier... Benutzt bitte deinen Bieruntersetzer, Tobias. Wir sind jetzt zivilisiert in dieser Sendung. Die wilden Jahre sind vorbei. Die wilden Jahre sind vorbei. Als nächstes gibt's hier Hegeldeckchen. Ich gehe komplett kaputt. Oh, singende Drummer. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Na, wären wohl. Kelly hat sich das ausgedacht. Hat sich das ausgedacht in der Hoffnung, dass es wieder irgendein Care-Paket gibt. Kelly ist unser Freund aus Jena, der mit Tobias Giersberg hier zusammen, jetzt immer Ehre, wem Ehre gebührt, ne, das Hellborn Metal Festival macht und ist der Mann mit der Kurzhaarfrisur, der kleine Untersetzte, den ihr neben dem Herrn Giersberg beim DJen auf dem Partisan Open Air direkt auf der Bühne drücken könnt. Ich lauf auseinander. Das ist auch die Sache. Das ist ganz schön. Hier drin sind mit Sicherheit 40 Grad. Es ist mindestens in alle Ecken zu. Aber es ist wenigstens kein Sauerstoff. Keine Lüftung. Ja, ziehen uns jetzt hier durch. Aber wenigstens. Kaltes Bier ist dann auch nicht so richtig förderlich, weil zum Endeffekt. Sie kannst ja da noch ein lauwarmes haben. Aber na gut, wir ziehen das jetzt durch. Auf jeden Fall gab es ja für das Schweizer Video, was auch Kellys Vorschlag war, gab es ja hier auch ein riesen Care-Paket. Und da hat er gesagt: Ja, okay, ich schlage euch noch eins vor. Aber wenn es dafür auch ein Care-Paket gibt, also für dieses Drama-Video hier, dann will er was davon abhaben. We'll see. Ja, und auf dem Chronicle Moschers habe ich gesagt, los Kelly, jetzt sofort Thema. Und ich glaube, er hat schon mal drüber nachgedacht, das kam einfach zu schnell für seine behäbigen Verhältnisse, wie er dann so gesagt hat, sind die Schlagzeuger. Das ist gut. Hm. Ist ein gutes Thema. Ist es. Ist vor allen Dingen eine Geschichte, die mir ja, ich schaue ja mal ein bisschen auf Drummer und weil aufgrund meiner absoluten Unfähigkeit, zwei Hände und zwei Füße in einem vernünftigen rhythmischen miteinander agieren zu lassen, finde ich das sehr beeindruckend, was die Drummer drauf haben. Und wenn die dann halt auch noch Multitasking, und da kommen ja dann jetzt, was Frauen im Prinzip den Männern schon komplett absprechen, Multitasking-mäßig gleichzeitig trommeln und singen, finde ich das schon ziemlich beeindruckend. Ist eigentlich crazy, wenn du dir überlegst, bevor irgendwelche Saiteninstrumente erfunden wurden oder irgendein Schnörkelkram, dass ja eigentlich die Trommelei und die Sängerei, so dass das musikalisch-menschliche Grundverständnis von Musik gebildet haben. Hm. Und ich meine, natürlich kannst du jetzt Sachen im Extrem-Metal und das ist alles ein bisschen anspruchsvoller als in irgendwelcher Popmusik, aber generell ist die Rolle des singenden Schlagzeugers, ich meine in der Popmusik, seitdem alles ein bisschen sexy sein muss und irgendwelche krass durchgetakteten Choreografien davor herrschen und 1000 Background-Tänzer und zwei dicke Saxophonisten, bla bla, mehr oder minder unvorhanden in moderner Popmusik, dass du natürlich vielleicht irgendwelche Multi-Instrumentalisten hast, die ihre Alben einspielen und auch singen. So, aber dass du das live siehst,
Selten. Dabei ist es eigentlich historisch gerade in der Rockmusik in den 70ern echt, echt eine Sache, die natürlich und die viel vorkam. Die großen Helden, sage ich jetzt mal, ich darf es ja nicht vergessen, sagt der Herr Postproduktion, Don Henley, seines Zeichens Schlagzeuger und Sänger der legendären Eagles. Oh Gott, Chris ist heimlich auf Fetisch, so heimlich ist er eigentlich gar nicht. Nee, ist auch cool. Völlig zu Recht, ist ein fantastischer Drummer, der live auch gesungen hat und wahnsinnig geil ist. Phil Collins, bitte, Genesis, anfangs als Background-Sänger und dann halt später parallel auch. Aber auch Roger Taylor, der ja immer, Queen wird ja immer sehr gerne auf Freddie Mercury, ja, reduziert, aber Roger Taylor war ein fantastischer Sänger oder von daher ist das eigentlich in der Rockmusik durchaus, es kam vor. Im Metal ist das gar nicht so häufig verbreitet. Wir mussten, also wir haben Sachen gefunden und die sind halt auch an sich relativ klar und logisch, weil auch wichtig. Aber es ist gerade auch so, das sind mehr so alte Helden, die das Ganze schon ziemlich lange betreiben. Aus in den neuen letzten Jahren Bands gibt es da nicht mehr so viele. Klar gibt es Gegenbeispiele für alles, was man hier sagt, findet man, wenn man irgendwo sucht, ein Gegenbeispiel. Das Dein ist Gesicht ist ein Gegenbeispiel. Ja. Aber ja, es ist ja einfach. Warte mal. Boah, Alter, ey, ich schwitze. Alter, was ist mit ihm los? Das ist ja total krass. Das ist voll cool. Warte mal, ich muss das hier auch gerade mal ein bisschen. Ich bin froh, dass ich das nicht so in den Sieger konnte. Das finde ich total gut. Dein Wecker ruft dich an. Ich habe das hier mal ein bisschen hochgestellt. Dein Kopf war hier noch teilweise drauf. Den Nischel brauchen wir, machen wir uns nicht vor. Es ist ja dieses Ding, mir geht's ja wie dir, wo ich sage, es wäre mir schon ein Graus zu sagen, okay, diese Hand bedient in irgendeiner Art und Weise ein Griffbrett und greift hoch und runter und auch noch nach links und rechts, während diese Hand diesen hier macht, aber in unterschiedlichen Höhen, schnellen Wechselschlag, Abschlag, keine Ahnung was. Und wenn ich mir jetzt noch vorstellen müsste, zumindest ich mit der Hand solltest du doch aber eigentlich geübt sein. Meint er. Nah. So, wenn ich mir jetzt noch vorstellen müsste, ich müsste eventuell hier irgendwie mit meinen Füßen die ganze Zeit durchballern oder irgendwelche Triolen abfackeln oder irgendwas und mein Instrument würde sich nicht an mir klebend befinden, sondern würde hier diese 2,5 Quadratmeter vor mir ausfüllen und dann soll ich dabei noch irgendwo in ein Mikro reinkrauchen. Irre. Ist mir ein absolutes Mysterium. Du kannst es ja schon nicht mehr richtig gut beschreiben. Wie soll man das dann machen? Korrekt. So, daran wird es schon scheitern. Und bei der, nennen wir es mal, Recherche, die wir hier vorab betreiben, diese 20 Minuten vom Video, musste ja schütteln. Das, siehst du, das kannst du ja hier, ne, ja. Bei Tobi muss halt ein bisschen weiter ausholen, ne? Mit seinen Tyrannisarmen. Es ist halt. Ist es halt einfach so, dass bei den Leuten, die sich dazu geäußert haben, die diese Techniken praktizieren, da ja auch die absolut unterschiedlichsten Modelle, wie das zu bewältigen ist, halt so durchgesickert sind. So. Da du ja bestimmt wieder 20 Bands hast, ich habe mich wie immer auf 3 beschränkt. Fang du doch bitte an, Tobias. Okay. Ich sterbe. Gehen wir es vom Alter her an. Mike Browning ist im Extrem-Metal-Bereich einer der mit Sicherheit bekanntesten Drummer-Sänger. So, can't be. It's all great. Now come Earl Slay. Vor allen Dingen für die Historie, die ja wo er wirklich einiges aufzubieten hat. Der gute Mann ist mittlerweile 59 Jahre alt, demzufolge entstand er den Jahre 1964 und ist sehr, sehr früh in die ganze, also eingestiegen und Drummer geworden und war schon, glaube ich, jetzt muss ich mal gucken, ja, 1984
als Drummer eingestiegen, damals 14 oder 15-jährig bei Zerlatscht Morbid, die Schoki nicht auch. Bei Morbid, ich bin absolut daneben. Okay, das stimmt. Ja. Guck dahin. So, und ja, Morbid Angel hat dort die 2 Jahre quasi Schlagzeug gespielt und gesungen gleichzeitig. Ja, Demos oder beziehungsweise er hat dieses mittlerweile, also das später veröffentlicht, 1991, schon weit nachdem er aus der Band raus war, inoffizielle Debütalbum Abominations of Desolation, was im Endeffekt eine ja, Vorabversion vom Altars of Madness Debüt. Da streiten sich die Leute heute noch drüber, was so wirklich das Debüt ist. Für mich Altars, weil Abominations später veröffentlicht wurde, klar, aus chronologischer Reihenfolge der Band heraus sicherlich Abominations of Desolation vorher gewesen. Sehr cool, die Stimme ist auch ein gutes Stückchen anders als David Vincent, passte fast mehr zu dem atmosphärisch und morbiden Sound, der noch nicht so auf Brutalität getrimmt war, wie es dann später immer intensiver wurde. Aber ja, der macht das mittlerweile schon seit knapp 40 Jahren und der hat einiges durch. Der ist zwar 86 schon bei Morbid Angel raus, was wohl echt aufgrund so einer Weibergeschichte war, denn seine damalige Freundin wurde ihm von Trey Azaktov ausgespannt. Die zwei hatten dadurch ein sehr angespanntes Verhältnis und das ist daran resultiert, dass er ausgestiegen ist, um sich relativ schnell einer Band, die mehr als nur kurzlebig war, 1987 den legendären Incubus anzuschließen, die auch nur ein paar Monate existiert haben, ein Demo gemacht haben. Und aus Incubus wurde dann, also die direkte Nachfolge darf man glaube ich nicht so richtig sagen, aber Nocturnus wurde 1987 dann gegründet von ihm. Und da hat er bis 92 zwei Alben eingetrommelt, nur eins eingesungen. Und zwar das legendäre Debüt, The Key 1990, was im Prinzip Florida Death Metal auch vertrackt und technischer Art und Weise mit wahnsinnig geilen atmosphärischen Keyboards quasi verbunden hat, was zu dem Zeitpunkt, also logisch war auch alles relativ früh, ein relatives Novum war und auch bis heute noch ziemlich eigen ist. Ja, The Key ist ein absoluter Klassiker, Abominations ist ein absoluter Klassiker, das Incubus-Demo ist ein wahnsinniger Klassiker. Auf dem zweiten Album von 92, Thresholds, ich habe keine Ahnung, warum er da nur Schlagzeug gespielt hat. Die hatten damals einen Sänger und dann hat sich irgendwie, da kam es dann auch, 1992 war das dann schon, gab es irgendwie zum Streit innerhalb der Band, wo dann Mike Browning von seinen anderen Bandmitgliedern quasi rausgeschmissen wurde und die Namensrechte für Nocturnus quasi an den Rest der Band ging und er den quasi unter Nocturnus nicht mehr musizieren durfte. Er ist dann bei Acheron eingestiegen, dieses legendären Florida Death Metaller, diese satanischen. Dort hat er auch 2 Jahre gemacht, bis er dann über einen kurzen Zeitraum bei Lethal Prayer irgendwann Nocturnus AD gegründet hat, 1999, und im Prinzip dort musikalisch das weiterlebt, was gerade das Debütalbum von Nocturnus da ist. Diesen zwischenzeitlich mal After Death, um sich von Nocturnus ein bisschen weiter loszusagen, die es damals ja noch gab. Aber seit 2013 hat man sich dann quasi auf Nocturnus AD zurückgemacht und das gibt's heute noch. Haben 2019 ein sehr, sehr starkes Album namens Paradox rausgebracht. Und weiterhin singt und spielt er Drums. Nicht nur im Studio, sondern eben auch, und das ist das Kriterium für diese Sendung, live. Macht er beides, weil das ist... Nigga Andersen, tut mir leid. Ja,
Ja, einige, ja, die das ne, ja, wie gesagt, das ist ja so die Krux des Videos ist ja, im Studio kannst du vieles machen. Im Studio kannst du auch schön magisch werden, ohne das dann live umsetzen zu müssen. Oder du sagst, okay, ich mache mir irgendwie hier 2, 3 live-taugliche Sachen, ja, und den Rest, da wird hier hart gezaubert an Stellen, die ich auf der Bühne niemals hinkriegen würde. Das kriege ich nur gestückelt hin, bla bla bla. Und dementsprechend haben wir ja gesagt, oder eigentlich haben wir es nicht gesagt, ich glaube, wir haben es uns beide gedacht, dass wir halt auch nur Schlagzeuger nehmen, die dann das auch wirklich auf der Bühne umsetzen, was sie da auf dem Album versprechen. Sind wir denn fertig mit unserem Monolog? Han Solo, da drüben. Okay, naja, gut. So, ich vergesse immer seinen Nachname. Kostner, Kevin. Kästner. Carsten Köstner. Mastodon ist vielleicht nicht die extremste Band der Welt, wobei ich mich auch immer gefragt habe, ob die bei uns funktionieren würden oder nicht funktionieren würden. Wobei die sich preislich natürlich, wobei die sich preislich natürlich in der Range befinden, wo du vielleicht auch nicht mehr zu viel Interpretationsspielraum bei solchen Geschichten hast, sondern sagen musst, das sollte dann schon funktionieren. Bran oder Bren heißt er mit Vorname, der gute Mann? Drainer. Drainer? Am Anfang hatten sie ja so dieses Vierer-Konglomerat gemacht mit Remission, Blood Mountain, Crack the Sky und Leviathan, wobei jedes Album ja für ein Element stehen sollte. Wer genau mal da drauf geguckt hat, sieht auch, dass bei jedem Album der Mastodon-Schriftzug in einer anderen Symbolik dann wiederum da irgendwie erscheint, um da so eine Art Opus sozusagen der frühen Bandhistorie zu konstruieren. Und die Band hat sich ja insgesamt von ihren zu Anfangs vielleicht metallisch, progressiv, sludgigen, irgendwas gefüllten, von Album zu Album ja nicht unbedingt bekömmlicher gemacht, aber sind mehr in das rockig, progressiv, leicht psychedelische irgendwie so ein bisschen abgedriftet und lassen den Metal-Faktor dann so ein bisschen hinten runterfallen. Der ist noch vorhanden, aber bei weitem, das letzte war Hush and Grim, ne, das letzte Album, bei weitem nicht mehr so abgefahren, wie das früher war. Das war Hush and Grim, davor war Emperor of Sand und davor war Once More Round the Sun, und das war für mich ein Spitzenalbum, wo sie schon ziemlich weit weg vom Metal waren, aber immer noch eine coole Attitude hatten, geiles Songwriting und, wie der Herr Brauns immer so schön sagt, noch nicht so ausgewimmt waren, dass ich sage, ich kann das noch geil hören. Da kann man auch mal, die nehmen sich ja auch nie zu ernst. Und das ist eine Band, in der grundsätzlich ja jedes Bandmitglied singt. Da hat jeder ein Mikro dastehen, jeder benutzt das mehr oder minder, wobei der Troy heißt der Sänger, der auch bei Killer Be Killed da unterwegs ist mit Cavaleras Iron, der ja schon den Hauptanteil hat, dicht gefolgt allerdings dann direkt vom Schlagzeuger. Und auf die Frage, wie das zustande kam, ist ja erstmal zu sagen, dass Mastodon grundsätzlich eigentlich mal als klassische Fünferband gestartet sind mit einem separaten Sänger. Der hat es allerdings nie auf, ich glaube, der hat es nie auf eine Platte geschafft, sondern der ist direkt vor der ersten Minitour von denen ist er ausgestiegen, und die standen dann halt da und mussten das irgendwie füllen. So hat jeder dann da irgendwie angefangen, irgendeinen Part zu übernehmen. Schlagzeuger ist ihrer grundsätzlich am Anfang erstmal nur Backing Vocals live und dann, ich glaube, ab Album Nummer 2 oder 3 auch Backing Vocals auf Scheibe und ab Crack the Sky dann als vollwertiger Sänger. Das ist so die Evolution dahinter. Und die Geschichte, die aber eigentlich die dazu geführt hat, dass er als Sänger sich auf den Scheiben verwirklicht, ist die, dass er Hauptsongwriter mit ist. Und um den anderen People sozusagen die Message zu transferieren, wie er sich den Gesang auf den
auf den Alben beziehungsweise auf den einzelnen Musikstücken eben vorstellt, ist, dass er im Studio angefangen hat, da sozusagen so eine Dummy-Zeilen halt einzusingen. So, worum soll es textlich gehen, wie stelle ich mir hier die Gesangslinie vor, bla bla bla. Und die anderen haben sich hingestellt und haben gesagt, das klingt gar nicht mal so scheiße. Probier doch mal einen vollwertigen Gesang draus zu machen. Und er selber sagt, er findet sich als Schlagzeuger so ganz gut. Er findet sich auch als Sänger standalone ganz gut. Und da jetzt aber aus der Nummer nicht mehr rauskommt, beides in Kombination zu machen, hält er sich als Instrumentalist in der Band jetzt gerade noch für mittelmäßig. Ist, naja, auch eine Herangehensweise. Das Ding ist bei ihm, dass er gesagt hat, er muss sich mit den anderen so reinteilen, dass er es, weil er es körperlich nicht schafft, jede Stelle, die mit Gesang in den Liedern unterlegt ist, auch wirklich zu singen. Sagt, manche Sachen sind für mich, weil es, ich sag mal, wenn du technisch viel blastest und bla bla bla, das klingt zwar immer nach viel und da gehört auch viel Übung dazu, aber du bewegst ja deinen Körper nicht viel, ne? So, du hast ja deine Grifftechniken und irgendwas oder machst einen Gravity Blast irgendwie, das ist was anderes, wie wenn du so einen Schlagzeuger hast und die liebst du ja, die so ausdrucksstark hinter ihren Schlagzeugen also sitzen und da halt mal richtig reinwamsen. Da hat er ja hier einen kleinen Fetisch, der Mann neben mir. Und da der zu dieser Gattung gehört, schafft er es einfach nicht vom körperlichen Aspekt her, über jede Stelle, über die er vielleicht gerne drüber singen würde, auch tatsächlich zu singen. Und dementsprechend kann er das tatsächlich nur in den Parts machen, wo er eigentlich am Schlagzeug halt eher mal einen etwas ruhigeren macht. Hm. Was machst du denn, meine Damen und Herren? Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu meinem nächsten Drummer, denn das ist eigentlich so ein Sportler-Drummer. Es geht sogar so weit, dass der bei Live-Shows hin und wieder, das muss ich anders aufrollen. Die Rede ist von Proscriptor McGovern oder bürgerlich Russell Givens. Auch mittlerweile schon mitten in seinen 50ern, 54 Jahre alt, ist er der klassische Drummer-Sänger von Abzu in seinen ganzen Inkarnationen. Ja, der Mann ist auch schon relativ lange dabei und ist weiterhin auch bei Abzu Live-Shows der Sänger. Wobei er einen Teil der Show Schlagzeug spielt und singt gleichzeitig mit einem Headset und einen Teil der Show quasi als Frontmann vorne vor der Bühne ist und dann setzen die einen Drummer dafür an sein Set. Abzu, wer sich ein bisschen mit der Musik befasst, ist eine hochaggressiver, energetischer Bastard aus okkulten Black Metal, viel Thrash Metal und Attitüde. Und das Drumming von Proscriptor ist wirklich bockstark. Es ist hochgradig aggressiv, es ist unglaublich schön, wenn man auf sowas achtet, in den Song eingefügt. Das ist unglaublich spannend, abwechslungsreich und halt hochgradig technisch, muss man schon sagen. Und ähnlich verhält sich es mit seinem sehr, sehr hektischen Gesang, der wenigstens genauso dynamisch ist wie sein Drumming auch. Dadurch klingt das Ganze super eigen und auch wirklich cool nach vorne. Live dieses Headset am Drumming, das macht total Sinn, weil er näher dran ist. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass er dann, sobald er dann als Frontmann vorne auf die Bühne kommt, sein Headset nicht abnimmt und sich ein normales Mikro nimmt, sondern dann quasi, und das ist ein bisschen so ein AIDA-Tourismus-Animateur-mäßig auf der Bühne. Er ist ja nun auch kein Frontmann, der gerne still steht, sondern der bewegt sich. Das hat schon ein bisschen so... Herr Ferienanimator, sagst du. Ist wenigstens gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich immer drüber hinwegretten können, dass es absolut verdammt geile Musik ist und gerade die Alben Tara, Third Storm of Citral und das sind schon so für mich die zwei Alben, die ich unglaublich wichtig finde.
leben halt von dem, was er der ganzen Sache beiträgt. Ist, anfangs war das, oder beziehungsweise es war immer so ein Wechselgesang. Der alte Klampfer Schaftiel hat auch, Schaftiel hat auch gesungen gehabt, und da war das quasi fast schon duettlastig. Aber ein Großteil des Gesangs, beziehungsweise der Löwenanteil, war bei ihm. Und mittlerweile gibt es Abzu nicht mehr. Jetzt gibt es Proscriptor McGoverns Abzu. Man muss da bitte darauf achten, dass man im neuen Bandnamen ein P durch das alte B ersetzt hat, was gerade in diesem ikonischen Logo ein bisschen strange aussieht, weil dort haben sie in quasi das Bandlogo im Prinzip genommen, haben auch aus einem B in P hineingearbeitet. Finde ich weiterhin nicht so toll. Musikalisch ist es allerdings wirklich eine logische Fortsetzung von Abzu, was ja auch Sinn macht. Ja, fantastischer Drummer, großartiger Sänger, fast perfekter Frontmann. Wäre beinahe mal Schlagzeuger bei Slayer geworden. Ja, Kerry King hätte das nicht zugelassen, machen wir uns nicht vor. Ja, na, Also ist auch gut so, seine dass er sich. selbstverstellten Künste zumindest nicht, aber. Ist alles gut so, wie ich denke mal, da hätte er Ja. sich ganz schön unter den Scheffel stellen müssen. Das ist auch nicht so sehr dem Herrn Givens seins. Ja, Mir dafür war er läuft's. jahrelang Drummer bei Menechesh und hat die ikonischen Alben Djinn und Sphinx eingespielt, die gerade vom Drumming her, gerade das Sphinx-Album ist von diesen Patterns, die im Drumming eines der schönsten Alben, die es überhaupt gibt. Wahnsinnig tolles, innovatives Drumming, was auf dieses, ja, dieses auch eigenwillige Gitarrenspiel, was ja dieses mesopotamisch, okkult beeinflusste rituelle Kram super dazu passt. Und der war für mich der perfekte Drummer bei Menechesh aus verschiedenen Gründen, und auch wahrscheinlich logisch funktioniert das halt dauerhaft nicht. Ashmedi ist halt auch kein einfacher, machen wir uns nichts Das vor. sind sie wahrscheinlich alle Das nicht. sind sie alle nicht. Ja. Abzu oder Abzu, Proscriptor McGoverns, ihren Senses, ist eine gute Ja, Überleitung. ich Ja, weiß. das ist der Hammer, wie du mir das ja wieder gezaubert hast. Denn dort spielt niemand Geringeres als Dimitrios Dorien, seines Zeichens athenischer Grieche. Die Tasten des Keyboards, und der ist seit auf dem Papier seit 92, aber eigentlich seit 89, damals hießen sie halt noch anders, der Spielwiesenfabrikator von Semial. Aus Griechenland. Und mit Semial verhält sich es halt so ein bisschen wie mit so. Alter, hier klebst du, hier klebt alles am Ranzen fest. Es ist so unangenehm. Ja. Ich stelle es mir nicht so schön vor, wenn wir dann die 30-Grad-Marke hier dauerhaft geknackt Ja, so haben. haben wir da bestimmt. So, naja. Nicht von der Körpertemperatur her. Griechischer Metal und griechischer Black Metal ist immer irgendwie so ein bisschen anders. Und alle Exporte von dort, die ein bisschen was international geworden sind, sind auch so schwer vergleichbar mit, ich sag mal, ihren Landsmännern auf der einen Seite, aber auch mit allem, was ansonsten so dasteht. Also Rotting Christ haben einen super eigenen Sound. Septic Flesh haben einen super eigenen Sound. Auch so eine Oldschool-Kultband wie Varatron, das ist so schwer vergleichbar. Und da macht Semial, macht da auch kein, macht da keinen Unterschied, anders zu sein als alle anderen. Als Black Metal Outfit, da Anfang der 90er gestartet, hat sich das inzwischen zu so einem hybriden Chimärenwesen aus Black, Thrash, Speed, Heavy, irgendwas gemausert. Es hat so einen ganz eigenen Klang. Es ist, ich will nicht sagen super, super clean oder super einfach produziert, aber halt so erdig und so bodenständig.
ohne dass, wie das ja manchmal bei so einem auf Oldschool getrimmten Bands hast, dass du sagst, ah, das muss jetzt irgendwie ein bisschen kultig klingen und das muss ein bisschen im Boxen knarzen und irgendwas, sondern es ist halt, es ist einfach so diese ehrliche Art und Weise, die Mucke halt zu transportieren, und das macht er halt. Er selber hat in einem Interview gesagt, das hat er sich, glaube ich, ein bisschen bei Abzu abgeguckt, dass er ob des körperlichen Einsatzes hinterm Schlagzeug den Fakt für sich, das sind zwei unterschiedliche, den Fakt für sich intern noch erörtert, ob er nicht auch mit einem Mikro am Kopf schlagzeugen sollte, weil ihm die Nummer mit dem normalen Schlagzeug, das körperlich immer so ein bisschen fordernd ist, und er kriegt da keine richtige Routine rein, was einfach in dem Fakt begründet ist, dass er beim Proben nur Schlagzeug spielt und den Gesang nie übt. Das Einzige, was er übt, ist, dass er die Texte rezitiert, damit er ja nichts vergisst. Und live muss das irgendwie kommen. Da konzentriert er sich dann wiederum auf Singen und verlässt sich auf sein körperliches Muskelgedächtnis, was das Schlagzeug angeht. Ist auch mal, gell? Das ist absolut, also es ist eine absolut krude Herangehensweise irgendwie an diese Nummer. Aber das sind halt die Leute auch. Also ich meine, die Band ist ja, mit die Band meinen wir ja mehr oder minder ihn. Und er hat sich dann ja immer Live-Musiker gesucht, der ja schon zahlreiche Male innerhalb von Europa, und ich glaube auch, der war schon in den USA wohnhaft gewesen, teilweise in Deutschland, bla bla bla, und hat eine Runde gedreht, ist jetzt wieder in Griechenland beheimatet. Ja, ich habe die mal live gesehen, auf dem Hell's Pleasure war das damals noch. Das war ziemlich cool. Semial. Also für jeden, der, also Abzu ist ein guter Vergleich. Sagt man jetzt Abzu oder sagt man immer noch Abzu? Die coolen Leute sagen Abzu, ne? Also ich werde das nicht ändern dafür. Okay. Für jeden, der Mucke was abgewinnen kann, Battery-eske Züge in Muckemark oder irgendwas und musikalischer Entwicklung innerhalb einer Bandgeschichte nichts entgegenzusetzen hat, ist eine absolute Hörempfehlung. Feuerfrei. So, auf den nächsten Kandidaten weiß ich gar nicht, ob dieser Sticker Sänger und Drummer so richtig fungiert, denn das Wort Gesang ist da vielleicht sogar ein bisschen weit hergeholt. Also es ist inbrunstiges aus Zerleben von Death Metal Gesang. Zerleben oder Reifert. Zerlegen? Ha! 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 Chris Reifert! Wenn wir schon einmal dabei sind, alte Männer zu zitieren, ich sag ja, die stammt aus den tiefsten 80ern. Ja, Frontmann, beziehungsweise eigentlich ist das ja kein Frontmann, er ist ja Drummer, also sitzt schon hinten. Aber Sänger und Vocalist von Autopsy. Ja, was soll man zu dieser ikonischen Figur Chris Reifert großartig sagen? Sein Gesangsstil alleine, wenn er nicht noch nebenbei Drummer wäre, ist schon unkopierbar. Der Mann schreit, leidet, gackt, quietscht, jault sich durch. Gesagt, ja, na, was man halt ist so jetzt. Sensationell, super eigen und gibt diesen verrottenden, morbiden Spirit von Autopsy, der musikalisch ist, halt eine mit durch den Gesang eine Ebene, die nichts so perfekt macht, dass Autopsy eine Band ist, die du eigentlich nicht großartig vergleichen kannst mit anderen Bands. So, Chris Reifert ist allein dafür eine Metal-Legende, weil er damals 17-jährig einem auch noch relativ jungen Chuck Schuldiner begegnet ist und als Drummer rekrutiert wurde für Death und demzufolge einer derjenigen ist, die von Chuck Schuldiner zerschlissen wurden, ist übertrieben, aber der vielen Musiker waren, die mit ihm musizieren durften. Er hat das Scream Bloody Gore Debüt eingespielt und er ist der perfekte Drummer für dieses Album.
Es ist urwüchsiger, primitiver, Death Metal ist übertrieben, aber zumindest noch so im Mark oldschooliger Death Metal, wo noch nichts davon zu hören ist, was aus Death später wird. Aber es ist sensationell cool und ja, wahrscheinlich wäre, also der Legende nach, wäre es mit Chris Reifert wahrscheinlich auch bei Def noch weitergegangen. Wie weit kann man nicht sagen. Allerdings hat sich Chuck Schuldiner entschlossen, wieder umzuziehen nach Florida, glaube ich, von Kalifornien nach Florida umgezogen. Und Chris Reifert wollte einfach nicht mit und hat dann postwendend danach Autopsy gegründet 1987 und hat dort nicht nur den Schlagzeugposten, sondern halt auch den Gesangsposten übernommen. Und das hat er seitdem eigentlich auch so gelassen und nicht wieder hergegeben. Autopsy gab es von 87 bis 95, haben anfangs rohend, ja, die haben am Ende sind sie immer punkiger geworden auf dem letzten, da, bis dato letzten Album von Autopsy, Shit Fun, war das Ganze wirklich so eine Art Death Metal Punk Nummer, die dann dazu führte, dass man sich umbenannt hatte in Abscess. Die haben quasi eigentlich nahezu komplett das Line-Up weitergeführt und haben dort quasi auch Punk-inspirierten Death Metal rausgebracht, der auch sehr cool ist. Bis sie dann halt 2010 irgendwann so morbide geworden sind und auch wieder doomiger und fiese Death Metal Songs gesehen, dass es halt die Umbenennung in Autopsy um 2009, 2010 rum eigentlich auch nur eine Frage der Zeit war. So passierte es dann und jetzt gibt es dann seitdem Autopsy wieder. Ja, und der Chris Reifert hat. Das ist so ein coole Sau. Mich nie persönlich mit unterhalten. Ich kann es nicht unterschreiben. Ich kann es aber auch nicht negieren. Nee. Nein. Nein. Ja, Autopsy, Chris Reimer. Ich soll mich ja kürzer fassen, gell? Ja, es ist in Ordnung. Ist auch Es 54 ist. Jahre. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich zur. Ich weiß nicht, was du hier dann noch ab deines Sleeves hast, dieses wunderschöne Misery Index-Shirt, das dir. Das sieht aus, als ob es hier fachmännisch verkauft wurde. Kommen wir wahrscheinlich zur jüngsten Band des heutigen Bundes. Und zwar, wir nehmen Blood Incantation und schicken Isaac Falk, den schicken wir mit Stormkeep auf Tour. Und weil die anderen drei dann halt Langeweile haben, nehmen sie sich jemanden von Black Curse mit, und zwar Eli Wendler. Oder Eli heißt das dann sicherlich. Und die ganze Nummer firmt dann nicht Spectral Wounds, das hat man hier schon mal durcheinander gebracht, sondern Spectral Voice. Das ist hat das einen speziellen Namen, diese newschoolige, unschöne Schiene des Death Metals aus den Staaten? Gibt es da auch ein spezielles Wording dafür? So. Es ist deffig, es ist doomig, es bewegt sich eigentlich fast ausschließlich bis auf ein paar Grindcore-Eskapaden da irgendwo im Mid-Tempo-Bereich, und es ist so dieses. Es ist nicht komplett hässlich, das muss ich ihn ja lassen. Also für mich hört es da auf, wo es dann immer so ein bisschen zu dissonant wird. Das ist dann ja nicht mehr so meine Baustelle, wenn Jazz und Metal mit irgendwelchen Schlamm- und Gore-Fantasien da Hand in Hand über die Wiese streifen, ist für mich ja dann meistens Schluss. Sondern es hat halt noch geile Liedstrukturen, es hat so fast entspannte Passagen instrumental gesehen. Und die haben es bis jetzt auf gerade mal ein Album geschafft. Und leider, 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 leider bei uns noch nicht so richtig Fuß fassen können. Das ist, warte mal, die Platte heißt Eroded Corridors of Unbeing. Unbeing, Undying, Unbeing, Unbeing. Das geht 45, 50 Minuten, es sind 5 Lieder, damit ist auch alles gesagt, was die Langstreckigkeit des Liedgutes, über welche Länge sich das da so erstreckt, angeht. Und es ist im Endeffekt wie so ein geiler Hybrid aus
Untergang, Incantation, Mortiferum und The Reaper Rot haben wir ja mal auf der Herbstoffensive. Das geht in eine ähnliche Richtung, wahrscheinlich eher noch Mortiferum. Super geiles Zeug. Sind, glaube ich, bei Dark Descent unter Vertrag. Sofern es die noch gibt, so, ja. Sofern es die noch gibt, man hat ja fast alle auf dem Platz dieses Jahr, ja, oder zumindest ja. zwei davon. Könnte man die mal interviewen, wie es da aussieht. Ich würde mich freuen, wenn die einen Sprung mal über den Teich wagen und bei uns ein bisschen Fuß fassen würden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die waren schon mal hier drüben. Ich weiß es allerdings nicht genau. Die haben, glaube ich, auch noch eine Split gemacht mit irgendjemandem danach. Da fällt mir auch, ich bin mir nicht sicher. Das Album ist schon ein paar Jahre alt. Ja. Die Split, die kam aber tatsächlich letztes oder vorletztes Jahr. Die haben mit Untergang war das, haben die eine Split gemacht. Wahrscheinlich, yes. Ja. Wir machen ja alle mit Untergang irgendwann mal eine Split aus dem Grill. Ja, ich fand das damals super cool, weil es in gleichem Maße, also es wirkte nicht so verkopft und so verstrickt wie Blood Incantation, aber trotz allem durchdacht. Ich weiß nicht, warum das irgendwie... Kannst du nicht großartig anders beschreiben. Ja, auch in diesem Genre ist für mich da so, das habe ich ja auch oft mit diesen Geschichten, die dann so in der absoluten Trune-Szene da ihre Kultigkeiten erfahren. Ein schmaler Grat zwischen, das ist cool und künstlerisch anspruchsvoll und ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt wirklich wissen, wie sie ihre Instrumente bedienen sollen, aber sie haben zumindest Attitude. So, wobei die dann wirklich auf die Schiene... Das ist ausgereiftes Liedgut, was sie da bringen, rüberkommen. Und das sind absolute Experten, also nicht absolute Oberexperten, aber da weiß jeder, was er an seinem Instrument macht. So, definitiv halt keine Anfängerband. Nee, ist es nicht. Mal gucken. Ich hoffe, die nehmen sich nochmal Zeit. Im Allgemeinen bei solchen Künstlern und Musikern dahinter dauert es wahrscheinlich meistens nicht lange. Die konzentrieren sich mal Vierteljahr auf die Band und dann ist da ruckzuck ein neues Album da. Es steht zu hoffen. So viel ist es gar nicht. Ich wollte gar nicht so viele machen, aber ich will wenigstens mal erwähnt haben, weil das auch eine Geschichte, die ist, die sowohl kultig als auch wichtig ist. Exciter. Dan Beeler. Der war nicht immer in der Band. Und ich glaube, der war auch nicht immer Sänger in der Band, aber der ist es halt seit einer ganzen Weile und gerade jetzt mittlerweile und er ist der ideale Heavy Metal Maniac Sänger. Es ist eine sehr, sehr coole Dreierband mit einem sehr coolen Heavy Metal, Speed Metal Sänger hinterm Schlagzeug. Cooler Typ. Den wollte ich wenigstens erwähnt haben in dieser Sendung. Und, das ist in und, Ordnung, wenn wir auch wenigstens erwähnen sollten, aber auf wen wir nicht eingehen, weil wir schon zwei, dreimal drüber gelabert haben, sind auch einfach mal unsere Landsmänner von Cryptic Brute. So, die chassigsten unter den Gurgel-Death-Metallern, die da draußen rumrennen. Ein fantastischer Sänger, so ganz nebenbei auch. Steffen Brandes. Der mit Sicherheit bei Chris Reifert in die Gehörschule gegangen ist sehr, sehr cool. Cryptic Brut, fantastische Band, die hoffentlich bald ein cooles neues Album rausbringt. Und that's it. Aber zum Abschluss nur eine halbe Minute oder eine Minute. Weil es im Katschel-Kosmos halt einfach einen Musiker gibt, der da so gerade der Historie wegen echt dazugehört. Viele, viele Jahre bei uns auf der Straße an unseren Ständen auf Festivals war ein Mann dabei namens Ron aus Halle, aus Hölle an der Saale, wie er immer so schön sagt. Der war mal ein Drummer unter anderem bei Corrades gewesen und ist Drummer und Sänger der coolen Anfangs Nasum Jünger Grindcore Band Abjured aus Halle und der ist ja Sänger und Drummer dort und das schon viele Jahre, macht das auch live, sehr sehr cool. Mittlerweile ist Abjured immer noch zum Teil Grindcore, aber vielfach auch ein bisschen in postig, slatschige Gefilde gegangen, dass das Ganze ein bisschen anders, aber er ist ein fantastischer Sänger und der sollten wir wenigstens mal erwähnt haben. Abjured, Ron, geiler Typ. Er hasst und, alles. Ja. Das stimmt. Uns auch. Das stimmt. Zu Recht.
Oh, und das war's. Okay. War schön mit euch heute. Ich muss los in mein klimatisiertes Auto, mich von hier verpissen. War schön. Ich muss die Schokolade retten.